Gut, als nächstes kommen wir zu Indirect Lightning. Das ist eine weitere Funktion. Wir sehen, die steht hier nirgendwo. Und um die zu aktivieren, müssen wir hier unter Gaza auf Approximate stellen. Können wir auch machen, wenn diese ganzen Felder hier grau sind. Und wir sehen, diese Option Indirect Lightning entsteht. Wir aktivieren das Ganze mal. Und jetzt müssen wir die Materialien unseres Würfels mal verändern. Wir klicken unseren Würfel an, gehen zu den Materialeinstellungen und ich mache das Ganze mal auf Rot. Und unter Shading finden wir die Option Emit und die stellen wir mal auf 2. Und jetzt seht, was passiert. Wir lassen hier den Bounce-Wert auf 1 und Factor auf 1. Und jetzt rendern wir das Ganze mal. Und wir sehen, ziemlich cool, dieser Würfel leuchtet und beleuchtet auch richtig die Umgebung. Das heißt, ich habe jetzt keine Lampe oder irgendwas anderes hier drin, nur dieser Würfel. Ich füge einfach mal ein paar andere Objekte hinzu, dass wir auch mal sehen, wie er die Umgebung richtig beeinflusst. Ihr seht, auch die anderen Objekte werden richtig beleuchtet. Wir sehen, das ist jetzt noch ziemlich stark. Wir können jetzt hier bei Indirect Lightning den Faktor einfach mal vielleicht auf 0,25 stellen, berechnen das Ganze und es ist schon mal nicht mehr ganz so stark. Bei Bounce könnt ihr sozusagen die Auflösung oder könnt ihr ja die Auflösung einstellen, wie gut das aussehen soll. Je höher der Wert ist, desto länger berechnet das Ganze aber auch. Natürlich könnten wir jetzt auch auf diesen Würfel noch eine grüne Textur setzen und die leuchten dann und mischen sich natürlich auch. Dann noch eine weitere coole Funktion ist, wenn ich das hier mal unterteile, selektiere mal hier so ein paar Edge Loops, so zum Beispiel. Füge mal noch eine zweite Textur hinzu, die nicht leuchtet. Und drück mal STRG und I, um die Selektion umzukehren. Und füge jetzt mal das nicht leuchtende Material auf alle anderen Flächen und render das Ganze nochmal. Und wir sehen, diese Flächen beleuchten richtig die Umgebung. Also mit Indirect Lightning kann man wirklich ziemlich coole, stilierte Sachen erstellen. Wenn wir jetzt das Rot zum Beispiel mal noch ein bisschen stärker leuchten lassen wollen, gehen wir mal auf unser rotes Material unter unsere Diffuse-Einstellung und wir sehen hier, der maximale Wert für Rot ist 1. Wir können den Wert aber auch einfach, indem wir raufklicken mit der linken Maustaste und mal eine 2 eingeben, verstärken. Also wir können hier über den normalen Rotwert hinausgehen, zum Beispiel mal auf 3 und jetzt rendern wir mal. Und jetzt leuchtet unser Rot noch stärker. Wir sehen also, Indirect Lightning ist wirklich eine ziemlich coole Sache, um so eine Art Neonleuchten oder ähnliches zu erstellen. Und wir sehen auch, dass das ziemlich schnell rendert. Ich kann hier mal noch einen Würfel hinzufügen, den wir sozusagen in unsere Umgebung setzen. Und guck mal, was passiert. Jetzt haben wir hier hinten auch Wände, die richtig beleuchtet werden. Wir können natürlich auch den Emit-Wert runtersetzen, dann leuchtet unser Objekt nicht mehr ganz so stark. Genau. Also auch noch eine weitere Sache, um unsere Umgebung cool zu beleuchten. Gut, so viel zum Indirect Lightning. Okay. Kommen wir jetzt zu einer vielleicht ein bisschen komplizierteren Sache, zu den Render-Layern. Wir gehen mal hier vorne zu unseren Render-Einstellungen und hier haben wir die Option Layer. Okay, wozu sind diese Render-Layer da? Ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel ein Bild rendert, dann dauert das manchmal, je nachdem, was ihr so alles eingestellt habt, ziemlich lange.
Und wenn ihr dann gerendert habt, seht ihr plötzlich, dass irgendeine Schatteneinstellung oder eine Spiegeleinstellung oder die Glanzlichter oder irgendwas zu stark, zu schwach oder was auch immer sind, die Einstellungen falsch sind. Und dann müsstet ihr das ganze Bild nochmal rendern. Das würde wieder ewig dauern. So, und da kommen die Render-Layer ins Spiel. Wir können hier sozusagen einstellen, dass zum Beispiel Glanzlichter, Schatten, die Emit-Werte, also diese leuchtenden Werte, Ambient Occlusion oder ähnliches in extra Kanälen gerendert wird. Und dann können wir in unserem Compositing-Programm hier in Blender diese verschiedenen Layer zusammenmixen und verstärken oder abschwächen. Und so kann man dann wirklich sein bereits gerendertes Bild noch sehr stark verändern. Okay, das versuche ich euch jetzt mal an einem Beispiel zu zeigen. Ich habe mich selber noch nicht groß oder viel mit diesen Layern beschäftigt, aber ich zeige euch mal einfach ein paar Kleinigkeiten. Also hier bei diesen Layern, wir sehen, es sind dieselben Layer, die wir hier unten haben bei unserem 3D-Fenster, können wir einstellen, welche Layer überhaupt bei der Szene gerendert werden sollen. Wir können jetzt alle möglichen aktivieren oder auch nur eins. Ihr seht, es ist quasi genau dieselbe Einstellung, die wir hier unten auch haben. Der aktive Layer, der wird gerendert. Dann hier hinten, wir können hier oben mehrere Render-Layer hinzufügen. Und wir sehen, wenn ich bei einem Render-Layer diese Einstellung hier vorne ändere, wird es bei allen geändert. Hier hinten haben wir allerdings noch eine andere Möglichkeit, für ein extra Render-Layer, extra Layer oder 3D-Layer zu rendern. Ich gehe mal hier auf unseren zweiten Layer, füge mal einen Würfel hinzu. Und gut, jetzt aktiviere ich sozusagen auf den ersten Render-Layer, wird nur diese Szene hier hinten berechnet und auf unseren zweiten Render-Layer wird nur dieser Würfel hier vorne gerendert. In unsere zweite Ebene füge ich mal noch eine Lampe, die unseren Würfel ein bisschen beleuchtet. So, mit Shift gedrückt halten aktiviere ich hier beide der Render-Layer oder hier. So, dann gehe ich mal, hier können wir unser Render-Layer umbenennen. Das nenne ich einfach mal Würfel. Na, die Ü-Werte und R-Werte löscht er hier manchmal raus. Wahrscheinlich, weil das Programm in Englisch ist, müssen wir einfach mal UE eingeben. So, und hier oben den Render-Layer, den lassen wir einfach mal als Render-Layer. So, jetzt können wir hier unten einstellen, was alles extra ausgegeben werden soll. Zum Beispiel, wir haben hier unsere Emit-Werte. Ich aktiviere hier nochmal Ambient Occlusion. Und jetzt aktivieren wir einfach mal Emit, Ambient Occlusion, Shadow, Specular, Diffuse und Color. Ich denke mal, das reicht erstmal, um euch das Prinzip zu erklären. So, jetzt rendere ich das Ganze mal. Und wir sehen schon mal, der Würfel, der hier war, ist verschwunden. Das heißt, der Render-Layer, den wir hier aktiviert haben, der wird auch gerendert. Wenn ich jetzt mal hier unseren Würfel aktiviere, wird unser Würfel gerendert. Beziehungsweise nicht gerendert. Gerendert werden alle Layer gleichzeitig, aber hier im UV Image Editor wird nur der Render-Layer angezeigt, den wir hier aktiviert haben. So, da wir jetzt unser Bild einmal gerendert haben, wechseln wir jetzt hier oben mal zum Compositing. Okay, ich werde jetzt nur ganz grob was zum Compositing zeigen, weil das auch ein unendlich riesiges Thema ist. Okay, wir können hier Compositing für Materialien, Texturen und unserem gerenderten Bild durchführen. Wir aktivieren das hier hinten, Compositing Nodes, klicken auf Use Nodes und Backdrop aktivieren wir gleich. Wir lassen erstmal Use Nodes. Beim Compositing haben wir so verschiedene Nodes. Werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer betrachten. Sozusagen müsst ihr das Ganze immer von links nach rechts lesen. Das heißt, hier geben wir zum Beispiel unseren Render-Layer ein. Da sehen wir unser Bild. In der Mitte machen wir ganz viel damit. Und hier hinten wird das Ganze dann ausgegeben. So. Das zeige ich euch jetzt erstmal.
Wir können jetzt zum Beispiel unser Image hier hinten einfach mit der linken Maustaste diesen gelben Punkt anfassen, dann entsteht diese Linie und schieben die zu dieser Image-Linie. Und jetzt sehen wir schon, wird unser Bild angezeigt. Wenn ich Backdrop aktiviere, sehen wir da aber noch nichts. Wir gehen hier unten mal auf Add, da können wir jetzt alle möglichen Nodes hinzufügen. Nodes werden übrigens diese Felder, diese Optionsfelder genannt. Und wir gehen mal auf Output und fügen mal einen Viewer hinzu. Der Viewer ist dazu da, uns das Bild im Hintergrund anzuzeigen. Die Steuerung funktioniert hier ähnlich wie in anderen Fenstern. Mit der mittleren Maustaste rollen, zoomen wir ran. Gedrückt halten die mittlere Maustaste, können wir unser Bild hin und her schieben. Und ja, hier unten haben wir wieder Optionen zur Ansicht, zum Selektieren, zum Nodes hinzufügen und Einstellungen zu den Nodes selber. Gut, wir wollen jetzt unser gerendertes Bild im Hintergrund angezeigt haben. Dazu ziehen wir einfach das Image auch nochmal hier rein. Und schon sehen wir, wird unser gerendertes Bild im Hintergrund angezeigt. Gut, jetzt wollen wir, wenn wir den Wert von Image nehmen, heißt das, dass wir jetzt alle kombinierten Kanäle wie Schatten, Ambient Occlusion und so weiter zusammengefügt in ein Bild haben. Wir wollen jetzt aber mal nicht diesen Wert haben, darum ziehen wir das Ganze jetzt mal hier raus, sondern wir wollen jetzt mal verschiedene Werte zusammenmischen, zum Beispiel die Farbe und den Schattenwert. Wir fügen mal einen neuen Node hinzu, wir können auch Shift und A drücken, gehen auf Color und da suchen wir uns mal den Mixwert. So, den lösen wir jetzt mal mit der linken Maustaste einfach rausziehen und jetzt suchen wir uns mal die Diffuse Color, schieben das in den ersten Imagewert hier oben und unseren Shadow und schieben das in den zweiten. Hier bei Image ziehen wir das in unseren View Node, dass wir jetzt im Hintergrund sehen, was wir hier machen. Wir sehen noch nichts. Wir ziehen mal unsere Color hier rein. Genau. Okay, statt Diffuse nehmen wir Color. Ich sehe aber gerade, da wir jetzt kaum Schatten haben in unserem Bild und unserem gerenderten Bild, müssen wir das jetzt erstmal noch einstellen. Ich wechsle mal zu unserer Default-Ansicht, klicke auf unsere Lampe und stelle da mal noch Schatten ein, damit ich euch das auch schön zeigen kann. So, jetzt rendern wir das Ganze nochmal. Und jetzt haben wir endlich einen Schatten hier. So, okay. Ich habe jetzt die Einstellung nochmal geändert, dass wir jetzt auch hier Schatten haben. Ich wechsle zurück zum Compositing. Wo ist es hier? Okay, jetzt nochmal. Wir haben jetzt hier unseren Color-Wert, also die Oberflächenfarben. Den ziehe ich in unseren Mixwert rein. Und wir haben hier unser Shadow. So, jetzt haben wir sozusagen den Schattenwert und den Farbwert miteinander gemischt. Hier oben bei Mix stellen wir mal auf Multiply und jetzt können wir sozusagen den Schatten verstärken oder abschwächen, ohne dass wir das Bild nochmal neu rendern müssen. Das machen wir sozusagen mit den Compositing Nodes. So, wir können natürlich hier 1000 Sachen zusammenmischen. Ich klicke mal auf den Mix Node, drücke Shift und D, um ihn zu duplizieren. Und jetzt wollen wir hier dieses gemischte Bild nehmen, also gehen wir einfach aus Image, gehen hier wieder in den ersten Wert rein und nehmen jetzt einfach mal noch Ambient Occlusion dazu, also AO. Gehen auch auf Multiply und ich weiß gar nicht, haben wir Ambient Occlusion aktiviert. Ich rendere das Bild nochmal neu. Ah, okay. Ich stelle hier mal auf Raytracing nochmal bei Gaza. Und rendere das nochmal neu. So, ich habe jetzt die Einstellung nochmal zum Ambient Occlusion geändert. Ich lasse das mal kurz rendern. So, also, am besten, damit ihr nicht so verwirrt seid, lösche ich hier nochmal alles. Gut. Also, wir haben jetzt unter den Render Layers eingestellt. Wir beachten jetzt erstmal nur den ersten Render Layer. Das
hier diese verschiedenen Kanäle, die ich hier aktiviert habe, extra zusätzlich gerendert werden sollen. So, wir haben jetzt hier Use Nodes aktiviert und haben hier einmal ein Render Layer. Falls ihr hier keinen habt, geht ihr einfach auf Add Input Render Layers. So, jetzt füge ich als nächstes ein Mix Node hinzu, den wir unter Color finden. Mix. Mit diesem Mix Node können wir verschiedene Kanäle zusammenmixen. So, wir klicken einfach mit der linken Maustaste hier auf diesen gelben Punkt und ziehen das hier zu Image 1. Bei Image 2 ziehen wir das mal raus und wählen jetzt unseren Shadow aus und ziehen ihn in Image 2. Damit wir das Ganze angezeigt bekommen haben, klicken wir auf Add, Output und Viewer. Wir lösen diese Linie und gehen von diesem Image hier oben rein. Und wenn wir jetzt Backdrop aktivieren, sehen wir jetzt hier im Hintergrund, was wir durch unsere Nodes verursachen. Wenn ich mal den Shadow-Wert wegmache, sehen wir, haben wir jetzt hier im Hintergrund nur unsere Color. Und ich füge jetzt mal unseren Shadow hinzu. Gehe mal auf Multiply. Das ist eine Überlagerungsmethode. Ihr könnt jetzt euch vorstellen, diese beiden Ebenen, Color und Shadow, werden jetzt im Hintergrund wie zwei Blätter übereinander gelegt. Und jetzt können wir den Wert verändern vom Schatten sozusagen, ohne dass wir das ganze Bild nochmal neu rendern müssen. So, dann können wir jetzt nochmal Add Color Mix einen zweiten Mix-Node hinzufügen. Dann nehmen wir jetzt das bereits zusammengefügte Bild, schieben das in den ersten Kanal und nehmen Ambient Occlusion und schieben das in den zweiten Kanal. Dann machen wir mal Multiply und gehen auch auf Viewer. Und jetzt können wir hier sozusagen die Stärke unseres Ambient Occlusion einstellen, ohne dass wir das ganze Bild nochmal neu rendern müssen, was ziemlich lange dauern würde. Also ihr seht, diese Compositing Nodes sind wirklich sehr praktisch. Wir könnten jetzt auch noch ein zusätzlich für das Glanzlicht und so weiter hinzufügen. So, dieser Viewer ist jetzt allerdings nur da, um das Bild hier im Hintergrund anzuzeigen. Wir müssen noch bei Output Composite den Composite Node hinzufügen und gehen auch vom letzten Ausgang in diesen Composite Node. Das heißt, jetzt hier bei unserem UV Image Editor im Render Result wird auch dieses Bild so angezeigt. Da wir hier unten bei Post-Processing Compositing aktiviert haben, wird auch das, was wir hier im Compositing-Programm eingestellt haben, beim Rendern beachtet. Das heißt, wenn wir das Bild jetzt neu rendern, werden gleich alle Einstellungen so übernommen für dieses Bild. Das heißt, in unserem Bild haben wir jetzt nur unsere Farbe, unsere Schatten und unsere Ambient Occlusion. Das heißt, Glanzlichter und alles andere wird jetzt nicht angezeigt. So, wir hatten zwei Layer erstellt. Wir haben noch den Würfel-Layer. Der wurde auch mitgerendert. Dazu füge ich mal einen neuen unter Input Render-Layer hinzu. Und hier unten ändere ich mal in Würfel. Wir sehen, hier haben wir sozusagen nur das, was in unserem 3D-Fenster auf unserer zweiten Ebene war, dieser Würfel. Und da bei diesem Würfel-Render-Layer nichts weiter aktiviert ist, nur combined, also alle Kanäle zusammen, haben wir jetzt hier auch nur diesen Würfel. Und da beim Würfel nichts im Hintergrund war, wird er auf einen Alpha-Kanal gerendert, also alles ist durchsichtig außer dieser Würfel. Und den Würfel können wir jetzt zum Beispiel auch noch in unser Bild mit einfügen, indem wir das auch miteinander mixen. Und zwar duplizieren wir uns mal den Mix-Node mit Shift und D. Bei Multiply stellen wir Mix ein, ziehen den Image-Wert zum Image 1 und diesen Image-Wert in Image 2. Nochmal, so. Und den Ausgang hier zu Composite. Und den Wert stellen wir mal auf
0,5. Und wir sehen, der Würfel wird jetzt hinzugefügt. Da dieser Würfel einen Alpha-Kanal hat, können wir zum Beispiel auch Alpha hier zu diesem Fact ziehen. Und jetzt wird nur alles das angezeigt, was innerhalb dieses Würfels ist. Oder wenn wir die hier beide vertauschen, was außerhalb dieses Würfels ist. Also dieses Compositing ist wirklich sehr umfangreich. Ich wollte euch jetzt nur mal eine Idee geben, was man damit machen kann. Damit kann man sich auch stundenlang beschäftigen. Ich will das jetzt aber erstmal hier nicht übertreiben, weil das Tutorial geht schon wirklich verdammt lange und ja, das Telefon klingelt. Ich wurde gerade angerufen, sorry. Ich glaube, ich hatte jetzt gerade irgendwas gesagt von... Ja, mit dem Compositing sind wir jetzt durch, was ich zeigen wollte. Gut, jetzt möchte ich euch nochmal kurz zeigen. Ich öffne mal nochmal unsere Anfangsszene, die ich ganz zu Anfang hatte. Man kann hier in Blender nämlich auch Videos und Bilder ausgeben mit Alpha-Kanal. Und zwar, ich rendere jetzt einfach mal ein Bild. Ich schiebe mal den Hintergrund ein Stückchen runter, oder diesen Boden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Bild ausgeben wollen, suchen wir uns jetzt hier den Speicherort. Ich mache es mal auf dem Desktop, nenne das Test 3, 3, so. Und jetzt wähle ich hier PNG aus. Nicht alle Formate wie zum Beispiel JPEG oder BMP unterstützen einen Alpha-Kanal. Dazu gehe ich einfach auf PNG, weil der unterstützt das, und klicke hier auf RGBA. Das heißt, RGB sind die drei Hauptfarben, Rot, Grün und Blau. Und A steht dann für Alpha. So, und er rendert jetzt alles als Alpha-Kanal, was sozusagen als Hintergrund ist. Wir probieren es jetzt einfach mal aus und rendern das Ganze mal. Hier beim Rendern wird jetzt noch dieser graue Hintergrund angezeigt, das was wir hier bei der World-Einstellung gemacht haben. Wenn ich das Bild jetzt mal abspeichere, als Test 3 auf dem Desktop und das mal öffne, sehen wir, ist unser Hintergrund verschwunden. Das wird jetzt hier weiß dargestellt. Ich kann ja mal GIMP öffnen. Falls ihr nicht wisst, was GIMP ist. GIMP ist ein Bildbearbeitungsprogramm, was es kostenlos gibt, so wie Blender, also Open Source. Und ich arbeite sonst mit Photoshop, aber ich denke, was ich so von GIMP weiß, ist, dass es wirklich ziemlich gut ist und auch schon sich einen großen Teil mit Photoshop messen kann. So, ich ziehe jetzt mal unser gerendertes Bild hier rein und wir sehen, der Hintergrund wird so in diesem karierten Format dargestellt. Das heißt, dass diese Fläche durchsichtig ist. Ja, das wollte ich auch jetzt eigentlich noch zeigen. Wir können auch Videos mit Alpha-Kanal rendern. Dazu müssen wir dann ein entsprechendes Videoformat auswählen. Wie zum Beispiel QuickTime, und da können wir dann auch Alpha-Kanal einstellen. Wir können natürlich auch eine Bildersequenz mit PNG-Bildern rendern und die mit Alpha-Kanal ausgeben. Okay, ich will euch jetzt aber nicht mehr zu sehr langweilen mit irgendwelchen Sachen, mit denen ihr vielleicht jetzt nichts anfangen könnt. Gut, ja. Ich würde sagen, das Tutorial ist jetzt auch zu einem natürlich ein Ende gekommen. Ich habe euch wirklich viel erzählt. Ihr wisst jetzt bestimmt einiges, womit ihr eure Szene wesentlich cooler aussehen lassen könnt. Ihr seht, durch das Rendern, was ganz am Schluss in den Arbeitsprozess kommt, könnt ihr eure Szene immens noch besser aussehen lassen. Auch wenn ihr nur so simple Objekte habt wie eine Kugel oder einen Würfel, könnt ihr eure Szene wirklich cool aussehen lassen. Früher habe ich mich immer gefragt, obwohl ich irgendwelche coolen Modelle gebastelt hatte, wieso sehen meine gerenderten Bilder immer nicht so cool aus
wie die, die ich zum Beispiel im Internet oder so gesehen habe. Und das liegt zum Beispiel an so coolen Effekten wie Ambient Occlusion, Environment Lightning und so weiter. Ja, also, wenn euch dieses Tutorial bzw. diese Tutorial-Reihe gefallen hat, abonniert uns, empfehlt uns weiter, besucht unseren Kanal. Wir machen nicht nur Blender-Tutorials, wir sind zwei Brüder, die leidenschaftlich Filme machen und alles, was mit Film und VFX-Bearbeitung zu tun hat. Wir haben eine Webseite www.agensas-brothers.de. Hier zeigen wir euch in unserem Blog alles Mögliche, was wir machen. Wir haben Filme, wir haben schon einige Kurzfilme und auch einen 100-minütigen Spielfilm gemacht. Schaut einfach mal vorbei, hier gibt es viele coole Sachen zu sehen. Wir haben eine Galerie mit einigen tollen Sachen, auch Dinge, die wir mit Blender gemacht haben. Wir arbeiten beide in einer Werbeagentur und benutzen Blender auch für kommerzielle Projekte, wie wir hier sehen. Zum Beispiel auf dieser Webseite ist eine Webseite, die verkauft Baumkuchen. Da haben wir, oder mein Bruder besser gesagt, hat alle Baumkuchen hier 3D in Blender gebastelt. Wirklich eine ziemlich coole Sache. Und zum Beispiel könnt ihr euch mal bei YouTube auf unserem Kanal Knubbels die Invasion angucken. Da wurden auch alle 3D-Elemente in diesem Film mit Blender gemacht. Und auch dazu gibt es noch ein Making-of, das könnt ihr euch auch mal angucken. Ja, das war's jetzt mit dieser zweiten Videotutorial-Reihe von Blender für fortgeschrittene Anfänger. Ich habe schon ein paar andere Tutorials geplant, wann die allerdings rauskommen, das weiß ich noch nicht. Ob ich die auch mache, weiß ich auch noch nicht. Aber ich denke, in Zukunft werden auch noch einige andere Tutorials rauskommen. Gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Blendern. Ich hoffe, dieses Tutorial oder diese Tutorialreihe hat euch weitergeholfen. Und ich hoffe, wir sehen uns in unseren nächsten Tutorials wieder. Schaut ab und zu mal auf unseren Kanal. Und ja, bis dahin.